Wundert euch nicht, es wird keine Döner-Tour, ich habe ein Juwel gefunden. Dem möchte ich zumindest ein einzelnes Video widmen. Ihr habt diesmal nicht enttäuscht, Leute. Danke für eure Empfehlung. Ihr habt nicht enttäuscht, durch euch finde ich ja auch die ganzen Läden. Ne? Ich rufe ja nicht bei jedem Laden wie so ein Kundenakquise-Typ aus dem Vertrieb an und frage, ob der sein Döner geil ist. Bringt ja nichts. Das ist natürlich durch euch. Ne? Deshalb knallt mir die Kommentare voll mit euren Dönern, sonst komme ich auf sowas gar nicht. Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus Neuss. Ich glaube, und ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ich könnte wetten, das ist die erste Döner-Tour aus Neuss. Es ist ja immer mein Anliegen, auch Städte, die jetzt nicht immer voll im Beschuss sind, auch mal zu testen, eure Dönerempfehlung zu testen. Und ich habe 2 bis 3 Läden, je nachdem wie der Hunger langt, rausgesucht. So wie ihr sagt, wirklich Hochkaräter. Und einer, der wird echt wieder sehr, sehr oft genannt. Das ist der auch, den wir jetzt als erstes testen, den Ugus-Döner. Den werden wir direkt mal testen. Und ich habe einen Taxifahrer noch mal gefragt, der hat auch gesagt, dass, also nicht der, sondern anderer, das ist ein schweres Kaliber. Und da werden wir jetzt erstmal hin. Wie ist dein Name? Meiner, ja? Mehmet. Mehmet? Mehmet, ja. Grüß dich, ich bin Holger. Ich werde jetzt hier Döner-Test machen und dieser Döner wurde von sehr vielen empfohlen. Ne? Auf jeden Fall. Und die haben ja eben schon gesagt, selbst gemacht, seit 30 Jahren? Ja, oder was schon immer. Der Chef macht das auf jeden Fall immer selber. Geil. Ist auch im Betrieb vom Vater gelernt. Ich bin auch schon seit klein auf hier. Ah, schön. Also auf jeden Fall. Sogar dein Vater ist auch hier wahrscheinlich, ne? Ja, hat sich zurückgezogen ein bisschen. Der Sohn macht das jetzt. Aber mit gleicher Leidenschaft und Imrund. Auf jeden Fall. Schack, schack, schack. Tschüss, mein Lieber. Ciao, ciao. Ist ein Fahrschul. Ach, du bist Fahrlehrer. Ja, ja. Gehen wir über Rot? Nee. Den Laden haben wir jetzt seit guten Monat, fast 2 Monaten. Seit jetzt. 1, 2 Monaten. Also davor war das der kleine Laden. Ja, ja. Da war so viel los, immer Schlange bis zur Tür. Ja. Und jetzt ist da aber nicht viel los mehr, ne? Ja, ist immer noch gut los. Ja. Also der wird den Spieß vom Tag immer los. Ja. Auf jeden Fall. Und da ist. Okay. Edel, 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 da ist er. Akif Usta. Ach, ist Akif der Vater? Nee, Akif ist der. Ach, Akif ist der. Junge Bursche hier. Ach, Akif Usta. Usta ist Fleischer, der türkische Fleischer, ne? Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, mein Lieber. Gut, danke, danke. Euch auch? Ja, arbeite wie immer, ja, ganz normal. Ich habe schon gehört, du bist ein Meister deines Handwerks. Ich weiß noch nicht, ich muss probieren. Und ich sehe schon, macht ihr beides selber, ne? Ich mache alles selber, ja, jeden Tag frisch. Sieht man direkt, ist frisch gesteckt, ne? Ja. Boah, stark, das sieht ihr, wenn ihr gleich den Dönerspiel seht. Neuss hat gleich mein Herz erobert. Mehmet, hau rein, ich danke dir, ne? Sorry, dass ich euch unterbrochen habe, ne? Du bist Akif, ne? Ja, ich bin der Akif, mein Lieber. Akif, kann ich dir eins noch Fragen zu eurem Döner stellen? Natürlich. Also, ihr macht, wie gesagt, beides steckt ihr selber, ne? Hinten und links, ne? Jawohl, jawohl. Für Kalbshüfte. Ja. Das ist, sagt man so, Steakfleisch plus Lammfleisch. Und Lammfleisch auch noch. Lammfleisch. Wie viel Prozent? Das ist ungefähr 15-20%. Okay, 15-20% Lamm, stark. Einmal kurz das in Augenschein nehmen noch und dann werden wir testen. Der, würdest du sagen, ihr seid der beste Neuss? Das ist der beste Neuss. Ich ist das so, ja? Ich bin eine von den Besten. Ja, ja? Eine von denen, du sagst nicht eine, der, ne? Bescheiden. So, rein in die gute Stube. Familienbetrieb, ne? Ja, wir arbeiten mit Frau. Und ist es deine Frau? Ist meine Frau. Ah, schön, dich kennenzulernen. Hallo. Beste Döner in der Welt. Ist das so hier? Das ist der beste Döner in der Welt. Wir haben sehr viele empfohlen. Ich bin sehr gespannt. Und ich sag euch auch schon, guck mal, hier stand ich, da ist der Döner. Kommt dir gleich ein geiler Fleischgeruch entgegen. Ganz anders, auch nicht dieses Standard-Döner-Fleischgeruch, sondern wirklich so, oh, Fleisch, Fleisch. Da muss ich beinahe beides mal testen noch. Ich sage euch wirklich, weißt du, was ich mache? Das ist eine offizielle Ansage an euch da draußen. Bevor ich einen dritten Laden teste, esse ich hier 2. Ich teste lieber hier 2, bevor ich zum nächsten fahre. Und noch einen und da habe ich wieder so einen Standarddöner, weißt du? Nee, nee, wir haben keinen Standarddöner. Man sieht auf 1 Million Kilometer, das ist alles schön selbst gesteckt. Kein Hackfleisch, ne? Alle schöne Fleischspieße. Ich nehme einen Kalb erstmal. Was habt ihr für schönes Brot hier? Wir backen Brot alles selber. Aber da lügst du nicht, ne? Wir backen alles selber. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Boah, zieht euch das rein. Oh, das wäre stark, die. Das wäre fair hat. Nummer 1 Status wäre das. Ne, das ist jeden Tag frisch. Was sagst du dazu? Die kommen extra aus Bielefeld hierher. Ja, ich habe viel jahrelang Mühe gegeben. Ich habe von meinem Vater was gelernt habe, habe ich weitergemacht. Ja. Ich habe auch was bisschen drauf getan. Muss schmecken. Ohne Soße. Ja, wenn es geht, ohne Soße. Wenn du sagst, kann man so essen, ja, gerne ohne. Das ist keine Fett, das ist Wasser von diesem Fleisch. Wasser vom Fleisch, ne? Man sieht auf 300 Kilometer, dass das kein Tiefkühlspieß ist. Der schwingt richtig mit. Den Kollegen an hier. Ich liebe es. Mit Ansage, ich habe ein Juwel gefunden. Mal wieder bin ich der Erste, der dieses Juwel gefunden hat. Ich schwöre es euch. Aber täuscht euch nicht, Leute. Egal wie viel Liebe, egal wie viel Selfmade, 100% oder 99%, egal. Selfmade ist nicht immer gut. Boah, das ist
Fleisch. Ho, ho, ho. Das hört sich gut an. Edler Fettgehalt, ganz edler Fettgehalt. Letztens noch bei Twitch gesagt, wie lange essen wir Döner zusammen, Leute? Wie lange gehen wir diese Mission? Und jedes Mal habe ich wieder was, was ich euch neu erzählen kann. Ohne Soße ist immer kritisch, natürlich wegen nicht saftig und so weiter. Oder halt saftig, nicht saftig. Eben, ich sag's euch, beiß da rein. Hast du erstmal im Kopf so, scheiße, ist das vielleicht zu trocken wegen keine Soßen? Dann beißt du auf schönes Fett und das zerläuft so richtig im Mund und gibt genau die Saftigkeit, die du brauchst. Knuspriges Brot. Super Brot. Würde die Angst vor Lamm haben, merkst du so gut wie neu. Fast gar nicht. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Danke für die Empfehlung. Dieses Mal ausnahmsweise mal bei Instagram geguckt, eine Umfrage gemacht. Also auch bei Instagram werden wir folgen. College2164. Mache ich auch gerne mal Umfragen, auch für diese 1000-Euro-Duelle. Wenn ich so ein Vorvideo noch nicht hatte, angenommen ich mache ein Steak-Video, habe vorher noch nie 1000 Euro, wer uns das Beste ist. Das beste Steak zeigt gemacht. Dementsprechend kann das ja keiner wissen und sich dafür bewerben. Dann mache ich so eine Umfrage auch mal bei Instagram. Folgt mir gerne nach. Also wenn er so viel Fleisch überall drauf haut, Respekt. Schöne Schärfe auch. Schöne Frische auch mit den Kräutern. Gutes Gesamtspiel. Bewertung zum Schluss. Ich werde jetzt noch einmal den Hähnchendöner testen. Ich habe hier noch mal einen Kollegen, der hat sogar meine Insta-Story gesehen, wo ich gesagt habe, ich komme hier hin. Kann dir jetzt schon mal sagen, nimm unbedingt den Kalb. Den anderen habe ich noch nicht getestet, ist vielleicht auch heftig, aber der ist schon safe stark. Okay. Und du sagtest, du hast noch ein, zwei auf dem Zettel hier. Ne? Ja. Welche hättest du? Agile, das Döner-Lounge, der Grillteller von dir. Agile, danke schon mal dir. Ne? Danke, danke. So, mein Lieber, war sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Döner, kann ich sagen. Also safe einer der stärksten in Deutschland, würde ich sagen. Einer der stärksten in Deutschland, das sage ich nicht nur so. Und deshalb will ich auch deinen Hähnchenspieß noch mal testen. Natürlich, mit Soße, ohne Soße. Den nehme ich mit Soßen. Guckt euch das an, das ist ein Traum hier. Oh, wild. So, den Kollegen haben wir hier. Das ist da hinten zu heiß und alles. Zu heiß. Wir werden hier direkt mal eben eine Möglichkeit finden. Scheiße, wir essen hier auf die Schnelle. Ich weiß, ihr feiert das mehr, wenn ich so drin esse im Sitzen, aber manchmal ist es einfach nervig. So wie da, dann ist es zu heiß. Dann sitzen da jetzt 1 Million Leute, was jetzt generell nicht so schlimm ist. Stört mich jetzt nicht so hart, aber der auch Geräuschpegel und so, ne? Das heißt, Onkel Holle wird jetzt hier alles geben. Knuspriges Brot. Soßen gut. Kennt man so. Ist nicht schlimm. Knackiges Gemüse. Also bei dem Döner schwimmt einfach vieles. Das kannst du nicht anders sagen. Und wisst ihr, was am so einem Döner einfach schön ist? Guck mal zum Beispiel mein Brot. Du kannst ein Brot essen. Das ist ein Brot. Da merkst du nichts dran. Das ist halt dabei, so wie es beim Döner dabei ist. Aber so ein Brot ist ein Upgrade. Da beißt du rein und du verlierst dich da drin. Das hat Geschmack. Du beißt da rein. Du merkst die Konsistenz. Du beißt da durch. Das ist außen kross. Dann wird es weicher. Du beißt es zusammen und es hat Geschmack. Es hat Geschmack. Du hast das Gefühl, ich könnte das Brot so essen. Ob self-made oder nicht self-made. Jetzt erstmal scheißegal. Du hast einfach Brote, die sind eine Behinderung, wollte ich gerade sagen. Eine Last. Und das ist es definitiv nicht hier. Super Fleisch. Soßen allerdings ein typisches Problem. Soßen sind zu ähnlich zu vielen anderen Dönern. Ist ja unter Umständen kein Problem. Gerade wenn es dezente Soßen sind. Die sind ja oft für geiles Fleisch gemacht. Dann ist der Fokus aufs Fleisch gelegt und du schmeckst was von dieser Liebe und dieser Individualität von dem Döner. Bei diesen Soßen, die sind geil, aber eher für so einen Standarddöner. Die lenken ein bisschen vom Fleisch ab, wenn es vielleicht nicht so gut ist und du hast ein gutes Gesamtergebnis. Wird dem Fleisch aber nicht gerecht. In dem Fall. Ja, und Fleisch merkst du ja. Weich, zart. Das ist ein Döner wie früher, Leute. Das ist ein Döner wie früher. Da beißt du rein. Der Königsbiss hier von. Er ist recht auch noch ohne Soßen, weiß ich ganz genau, dass der killt. Dafür würdest du aus dem Knast ausbrechen, würdest du. Das ist immer noch einer der besten Hähnchendöner meines Lebens. Ich schwöre euch. Nach dem ersten Döner trotzdem noch. Dann geht es zur Bewertung vom anderen Döner. Denn hierher. Zur Bewertung von Döner 1. Ich habe es direkt aufgenommen und spiele es jetzt erst ein, weil die Emotionen raus müssen. Ein saustarkes Ding. Geile Momente gehabt, dieses Fett, wo ich drauf gebissen habe. Brot on point, knuspert, frische, alles self-made. Du siehst das Fleisch wabbeln, so frisch ist das. Das ist nicht gefroren, gar nichts. Boah, ich würde Haus und Hof drauf wetten, in Neuss ist das die 1, egal was ich hier getestet habe. Sollte der Döner es nicht in mein Ranking schaffen, werde ich hiermit die Liste erweitern, weil es muss in meinem Ranking rein. 9 von 10 Punkten. Leichten Schritt vorne sind andere Döner so im Fettgehalt doch nochmal.
normal. Ich hatte am Anfang dieses schöne Stück Fett, war zum Schluss aber etwas trockener im Vergleich zu den ganz oben. Und von der Röstung her, dieser Moment, wo du in das krosse Fleisch beißt, wo nochmal sich eine Geschmacksexplosion entfaltet. Da waren ein, zwei Döner woanders in Deutschland nochmal ein klein bisschen stärker. Aber der ist saustark, saustark. Einer der besten Döner in Deutschland. Und zurück zur Bewertung vom Hähnchendöner. Dieser Biss ins Fleisch ist wild. Ich schwöre es euch, ist wild. Diese Gewürze vom Fleisch, diese Zartheit. Trotz der ganzen Soßen bleibt dieses Fleisch im Geschmack, im Gedächtnis. Ultra stark. Königsbiss setzt ein ganz klein bisschen nach, wie gesagt, weil da hätte ich lieber nur den Fleischsaft gehabt. Nicht diese verwässernden Soßen, aber trotzdem immer noch ultra stark. Du musst ihn nochmal ohne die Soßen testen oder anderen. Dass du richtig den Königsbiss nur geprägt vom Fleisch hast, vom Fleischsaft. Geiles Gesamtspiel. Brot, alles. Ich krieg 9 von 10 Punkten auf von mir. Und auch 9 von 10 für einen Hähnchendöner haben wir erst einmal gehabt oder so. Alter. Ich hab's eben schon gesagt, auch für diesen Döner erweitere ich mein Ranking, weil so eine Döner möchte ich festgehalten haben. Jetzt geht's rüber zum anderen Döner, zur Verabschiedung. Lass mir unbedingt einen Daumen oben knallen. Ich bin wieder unendlich weit gefahren für dieses Video. Bahn gefahren, wo wir dieses Mal. Lass mir einen Kommentar da. Wo stecken die Juwelen noch, die ich nicht kenne? Dann sage ich bis zum nächsten Mal.